So, willkommen zurück. Wir hauen jetzt erstmal uns schön wieder in unsere Heimatwelt rein und rüsten die ordentlich auf, dass die schön läuft, weil wir brauchen auf jeden Fall die ganze Kohle. Weil wir in der Arktis natürlich richtig dick Verluste machen. Da könnt ihr mir nochmal reinschreiben, was ich genau falsch mache. Wareneinfuhr fehlt. Okay. Dann müssen wir wohl noch mehr von den Obstplantagen bauen. So. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Das muss doch jetzt... Genau, das ist hier schön produziert und dann läuft das. So. Ja. Irgendwie kriegen wir... So, wieder langsam im Minus. Wollen wir hier nochmal... was hinbauen? Da können wir natürlich jetzt auch aufrüsten hier. Beförderung nicht möglich. Ja klar, wir müssen halt auch wirklich stetig unsere Bevölkerung ausbauen. Weil wir sonst echt neue Probleme haben wegen Steuereinnahmen und so. So, Stromzähler läuft. Unsere Energie ist gerade echt schlecht. Okay, die könnte gleich zusammenbrechen. Ein Windpark. Komm, wir bauen irgendwo noch einen Windpark hin. So. Dann wird es daran jetzt auch gleich nicht mehr fehlen. Dann haben wir auf jeden Fall hier, was heißt das überhaupt? Plus 1000 Energie in diesem Sektor. Dauerhaft oder? Ich weiß nicht. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass wir hier auf jeden Fall so eine Grundsicherung an der Energie haben. Manager, wir brauchen da ganz viel Manager. Okay. Ich verstehe. Der zielgerichtete Typ. Treten Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Boah, was will die denn jetzt schon wieder? Mit 50 Biopolymer. Wo ist denn mein Fahrzeug überhaupt? Ach, das ist da hinten. Verstanden. Das liegt schon seit einer Weile hier rum. Sammeln Sie Chris mit Ihrem Fahrzeug. Bitte halten Sie mich nicht für dreist, aber ich dachte, es wäre... Das liegt schon seit einer Weile hier rum. Okay, da bekommen wir dann Iridium. Aber ich frage mich bis heute noch, wie bekomme ich überhaupt Iridium? Wir können es nirgendwo produzieren, ich weiß es nicht. Großen Park verschwindet ihre Siedlung. Bla bla. Ja. Ansonsten. Den Akia-Schollen soll er machen. Wir brauchen diese Verjüngungskur. Dafür müssen wir jetzt aber erst diese. Eine Algenfarm benötigt Küstenplatz. Da wäre die jetzt natürlich gut. Und wir sind im Minus. Oh oh. Oh oh. Leute, unsere Bevölkerung muss schnell wachsen. Wir brauchen dringend... mehr Steuern und Einnahmen. So. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier mal gebacken. Wir können jetzt aber auch nicht die ganze Map hier
zu ballern mit Wohnungen. Das wird auch nicht gehen. Aber wir können es ja mal versuchen. Weil Arbeiter können wir nie genug gebrauchen. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Ja, wir sollen unsere Fabriken upgraden, aber was bringt mir das? Also, ja, wie gesagt. So, Informationszentrum. Ja. Jetzt haben die noch keine Straße, das lässt sich auch kurz noch machen. Gut. Aufleveln wäre natürlich auch schön. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. An der Konferenz teilnehmen? Wie kann ich an der Konferenz teilnehmen? Hier? Nee, ist doch der Weltmarkt. Ja? Möchten Sie etwas fragen? Ich würde gern... Was? Hier kommen die... An der Konferenz teilnehmen. Die Frage ist nur... Ja, wir wollen sie nicht. Dann darf ich wohl nicht an der Konferenz teilnehmen. Wir wollen erstmal hier unser Geld kriegen. So. Was brauchen wir eigentlich nochmal, um hier... diese Dinger zu produzieren. Ah ja, da haben wir bisher nur eins. Ich denke, da können wir noch was machen, dass wir da ein bisschen mehr bekommen. Ja. Frage ist nur wie, weil ich weiß nicht, wie ich platzsparend hier gerade das Ganze einrichten kann, wenn ich hier nochmal so. Wir können dann da weiterbauen, wir brauchen einfach zwei solche Teile dahin. Zack, und noch eine so eine Fabrik. Und dann lässt sich damit doch ganz gut arbeiten, wenn die jetzt hier... Oh. Es fehlt wieder an Strom, es ist wieder echt alles wie im echten Leben. Aber dafür brauchen wir jetzt wieder so ein... Warnung. Energiebedarf nicht blöden deckbar. Platz da unten, ey, das ist es echt. Logistiknetzwerk überlastet. Ja, hier geht jetzt wieder alles den Bach runter. Ist schon klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Dann kommen wir das hier. Das kann jetzt nicht der Ernst sein. Was? Wir haben keine 2500 Credits. Achso, das hat ein bisschen mehr gekostet hier, die Stromaktion. Ja, komm, dann hau mal kurz das Geld raus hier. So. Weil dann können wir jetzt auch mal aufleveln hier. Vielleicht bekommen wir dann auch Preis für die Förderung. So. Neues Gebäude füge sie haben folgende Baupläne erhalten und monumentale Brücke. Super. Aber warum jetzt gerade meine Einnahmen nicht steigern? Steigen. 3000, okay, jetzt steigen langsam. Ah, die Wartung ist extrem teuer. Also, fast wie in der Arktis. So eine Algenfabrik haben wir jetzt. Dann würde ich doch glatt mal sagen,
Ja, können wir uns nicht leisten. Super. Und ich frage mich immer noch, wenn man nicht vorspulen kann, was man jetzt macht. Man macht natürlich. Im Gange. Die Aufgabe war, beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 50 Biopolymeren aus Ihrem Raumhafen. Achso, wir müssen darüber. Dann machen wir halt so lange diese Mini-Mission hier. Aber warum man jetzt hier nicht vorspulen kann, das finde ich schon merkwürdig. Das gibt man sonst immer. Oder? Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Ja, super, guck. Den gefällt es auch allen, aber... Man weiß es nicht, was die wieder haben. Da kann ich da auch nichts machen. Jetzt sind wir hier. Haben wir jetzt die automatisch... Also die Fracht wird gerade geladen. Okay, dann müssen wir da jetzt wohl oder übel warten und... Ja, keine Ahnung. Wir müssen warten und gucken, was passiert. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal hier so ein Ding einfach ausschalten. Das auch. Ja, wir haben genügend Energie momentan. Dann müssen wir nachher auch kein neues bauen. Wir müssen dann einfach nur gucken, dass wir nicht vergessen, die Dinger wieder anzuschalten. Da sparen wir uns auch dann eine Menge Wartungskosten. Jupp. Und kriegen so natürlich auch schneller Geld rein. Das ist alles natürlich sinnvoll, wenn man die dann einfach ausschalten kann. Wenn man sie gerade mal nicht braucht. Aber Geld ist natürlich trotzdem immer zu wenig da. So, hast du jetzt mal aufgeladen hier oder? Container neben, zack. So, wohin soll was bringen, der Dame? Nach Mädchen. Oh. Chong, chong, ching, chong. So, darüber. Und ab die Post, ja. So, auf jeden Fall schnelles Teil, das gefällt mir. So, Vitaminsaft haben wir ganz viel da. Essen so gut wie nicht. Komm, wo können wir noch so eine Reisplantage hinzaubern? So minus 5. Also jetzt reicht's gerade mit dem Essen, okay. Eigentlich, wenn ich mir jetzt so überlege... Da wären wir. Das Ding können wir auch pausieren. Unser erster Damm ist errichtet und funktioniert. Aber einer reicht nicht, oder? Erfolg freigeschaltet, finde ich gut. Erster Damm, wo haben wir jetzt den ersten Damm? Dieser Ort ist perfekt für eine Brücke zur anderen Seite geeignet. Wenn Sie hier eine errichten, erhalten Sie Zugriff auf neues Baugebiet. Gib mir einen Statusbericht. Wir sollen jetzt einen Damm beanspruchen. Oh, jetzt kriegen wir aber gerade Hartenergie. Volle Kraft voraus. Ach, wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall super Energie. Wir können jetzt praktisch unser Gezeitenkraftwerk ausschalten. Zack. Wir bekommen richtig gut Kohle. Das können wir ausschalten. Zack. Wollen wir noch ein Gezeitenkraftwerk? Nirgendwo. Und jetzt sieht man auch, wir bekommen jetzt gut Geld rein. Algen haben wir. Diese Fabrik können wir jetzt auch gleich bauen. Machen wir auch direkt. Wo ist sie? Hier, da haben wir gleich die Credits zusammen. Finde ich gut, dass wir jetzt so viel Energie da gratis bekommen.
dreht sich ja irgendwo noch so ein Windrad, dann können wir das auch direkt ausschalten. Jo, hier, zack, aus. So. Her mit dem Ding und bauen wir hier daneben. Und wie viel kostet das jetzt? 6000. Ach, Herr Jemine. Diese Teile sind echt teuer. Aber man muss sagen, das sieht echt cool aus, wie die hier die Algen anpflanzen. Ja, wir haben halt jetzt echt. Können wir auch irgendwas aufleveln? Förderung nicht möglich. Weshalb? Man weiß es nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, in welche Richtung unsere Bevölkerung noch wachsen darf und kann. Können jetzt hier noch was reinbauen. Ne, Moment, halt, stopp. Dich muss ich um eins verschieben. So. Ja, wir wollen da noch eine Straße reinbauen, damit das Ganze nicht so zu knapp wird. Zack. Zack. Hier drüben die Straße. Kann da drüben noch was hinbauen nachher. So. Haben wir da ein paar neue Bewohner, dass wir da nicht allzu wenig haben. Herzlichen Glückwunsch. So schmeckt der Erfolg. Als Leisheng. So, jetzt sind wir sogar schon vor der. Was auch immer uns das bringt. Ah, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Gut. Ja, ich will gar nicht mehr in die Arktis zurück, muss ich ehrlich zugeben, weil wir da wieder nur verlieren können praktisch. Achso, wir können jetzt diese blöde Fabrik bauen. Hier die Spritzen. Oh, das passt doch aber wie angegossen da rein, oder? Super. So, die stellen jetzt da die ollen Spritzen her. Minus Arbeitskraft, Wartung. Alles installiert. Probier's aus. Ja, das hilft immer was. Schätze ich mal. Drohnen-Dock-Modul. Dann kostet die Wartung auch nicht so viel. Wir sind die Wegbereiter, wenn es um Technologie geht. Sie sind bestimmt klug genug, das zu erkennen. Aha. Ja, wir waren halt gerade noch gleich auf und jetzt hat sich halt eins mehr. Ja, toll. Soll sich freuen? Mich interessiert es absolut nicht. Unser Cashflow ist gerade phänomenal und da würde ich doch sagen, gucken wir jetzt gerade mal in die Arktis, ob der da auch phänomenal ist oder ob der jetzt. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Der. Keine Ahnung, was der wollte. Ja, wir haben Kohle hier drüben. Und zwar hängt das global miteinander zusammen, finde ich super. Danke. Sehr wohnlich, wenn man nichts gegen Kälte hat. Jawohl, das geht auch noch nach oben. Gut, also das lag dann sozusagen nicht nur an der Arktis, sondern auch, dass wir bei uns zu Hause ein bisschen Kacke gebaut haben. Finde ich super, dass wir jetzt hier weiterbauen können. So, schalten wir mal alles wieder an hier. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. Ich könnte. Echt. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das ist toll, was du alles entdeckst. Hast du auch eine Lösung oder laberst du mir nur Scheiße? So.
Und dann bauen wir die Straße lang. Machen wir halt so. Ja, wir haben positive Arbeiter, Dingsbums, so. Was war jetzt hier die Aufgabe? Komm, hauen wir kurz raus. Wissenschaftler in Akkerschollen an. Wenn man bedenkt, dass wir mitten in einer Schneewüste sind. Ach so. Das Klima. Die kaum hätte ich doch vorhin schon direkt machen können, ey. Mal sehen, Mann, also ich bin manchmal echt ein bisschen verpeilt hier unterwegs, aber Leute, wir haben es geschafft. Klimatisatoren-Netzwerk erzeugt Wetteranomalien. Externe Manipulation entdeckt. Systeme reagieren nicht. Stabilisationswerte erreichen kritische Stufe. Sie kontrollieren das gesamte Netzwerk der Klimastabilisatoren. Oh oh. Das wird in einer Katastrophe enden. Wir müssen einschreiten, Leute. Das Mondlizenzierungsprogramm hat diese Terroristen erst hierher gebracht. Wir verweigern ab sofort die Unterstützung und halten sie sich aus unseren Angelegenheiten raus. Ach, hör nicht auf den. Wir können diesen Angriffen nichts entgegensetzen. Jorgensen hat recht. Sie müssen einschreiten. Mit offizieller Erlaubnis oder ohne. Führen Sie einen Hacker-Gegenangriff auf die Störsender der Orbital Watch durch. Ja, und wie? Oder zerstören Sie sie, wenn Sie müssen. Erklär mal, wie geht das? Raumhafenerweiterung genehmigt. Och, Kinders. Was? Mission Konfliktzone. Achso, muss ich da jetzt, okay, ich muss da jetzt erstmal rausgehen. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Mission annehmen. Junge, ich helfe dir. Und das Ganze machen wir dann auch direkt gleich weiter in der nächsten Folge, Leute. Wir hauen sie alle weg und jetzt geht's, ab jetzt geht's nur noch bergauf. Da bin ich ganz guter Dinge und bis gleich.